Denke ich auch. Ja, das, sorry, aber jetzt mal ernsthaft. Es ist, ja, interessant. Das ist ein bisschen wie du im Aufzug. Ja, genau. Das ist richtig. Das ist richtig. Das Einzige, wie du es damals verstanden hättest, wäre, wenn er dir einfach direkt, wenn er dich einfach direkt mitgenommen hätte auf ein Date. Dann hättest du gesagt, okay, dann ist das halt so. Beim Zyrados, ich weiß nicht, muss erst der Antrag her oder so. Ich gehe jetzt darauf. Es ist mir jetzt erstmal scheißegal, der Kack hier, ey. So in 5 Jahren zusammengezogen, gemeinsames Kind und dann, super. Ist da und Syrer, dann sag mal, Schatz, ist das was Ernstes mit uns? Die Frage ist, ob es überhaupt schon so ernst geworden ist bei den beiden. Oder führen die eher so eine große Bruder-Kleine-Schwester-Beziehung oder so? Deswegen fallen öfter so Sätze wie, wenn wir zusammen wohnen oder so. Zyra will doch kein Kind, daher fällt das aus. Ja, was der will, ist doch Wurst. Das entscheidet doch am Ende irgendwie anders. Da war die Brücke, das heißt, hier hinten war irgendwie die Treppe. Das hat mein BFF aufgesagt. Damit du mal eine Beziehung hast, muss einer kommen und dich einfach mitnehmen. Anders läuft das nicht. Ja, vielleicht. Vielleicht ist das auch genau das, was du dafür brauchst. Muss ich jetzt doch wieder hier hochklettern? Willst du mich veräppeln? Hier gab es eine Treppe. Ich finde die nur nicht. Da ist der Weg. Keine Treppe im Weg. Wir speichern, bevor ich da runterfalle. Ist ja schon passiert. Wollen wir beide nicht? Keine Kinder also? Weißt du, sie ist geistig schon kurz vor der Verlobung und er rallt es einfach nicht. Das wisst ihr vielleicht besser als ich. Der Bartmann würde nur heiraten, um Steuerhinterziehung zu begehen. Das kann sich lohnen, aber es kann sich auch nicht lohnen. Gott! Sei mal nicht so laut! Da fliegt er mir die Hutkrempe weg. Na, wir schlafen mal eine Runde. Komm. Kostet ja nichts. Was, wenn es doch ungewollt passiert? Das ist nicht möglich. Nee, Zyrados ist nicht so für beisammen. Das macht er nicht. Die schlafen Händchen haltend nur ein und das reicht denen. Guten Tag, mein Freund. Ich habe deine vergrabenen Sachen gefunden. Dann müsstest du jetzt etwa 100 Goldmünzen, einen goldenen Kelch, eine silberne Schale und ein Amulett bei dir haben, die mir gehören. Her damit! Hier hast du die Sachen. Ein Säckchen mit 100 Goldmünzen, ein Goldkelch, eine silberne Schale und ein Amulett. Sehr gut. Hast Glück, dass du nicht dumm genug bist, mit den Sachen einfach zu verschwinden. Hier hast du deinen Anteil an der Beute. Du würdest mich einfach kaputt machen. Eine Sache noch. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Das macht uns aber noch lange nicht zu Freunden, klar? Klar. Ist ja okay. A-Aloch. Das ist ein A-Loch. Warum klingt Rex so norddeutsch? Na warte, du Mistkerl. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich dem überhaupt Leben abziehe. Antwort nein. Vasektomie incoming. Vasektomie teuer, das weißt du, Cyrodus. Also ja, definitiv machbar, aber kostet Geld.
Rohstahl. Nett. Rohstahl gleich Geld. Keine Ahnung, ob das jetzt das alles war. Und noch keine Ahnung, habe ich hier jetzt eigentlich... Ich glaube, ich habe das da drinnen, das Vieh nicht besiegt, oder? Nicht so teuer wie Kinder oder die Entfernung von Kindern. Ich kenne mich da aus. Ist das so? Ich kenne mich da nicht aus. Ich war nie dumm genug dazu. Ach, das sind auch Krieger, ne? Ja. Nee, du nicht. Oh, fuck. Okay, das Problem ist nicht, dass das Krieger sind. Das Problem ist, dass es zwei sind. So. Ach, komm schon. Zange, Säge, Hammer, Rohstahl. Okay. Mehr Rohstahl. Ein Tier ist vielleicht billiger, aber vielleicht auch schmerzhafter mit so einer Quetschzange. Au! Abtreibung ist unnötig kompliziert, sage ich dir. Wie war das mit My Body, My Choice und so? Am Arsch, jedenfalls vor 12 Jahren. Naja, vor 12 Jahren ist nicht jetzt. Wir sind ja schon ein bisschen anders geworden. Ach stimmt, für die Truhe hatte ich den Schlüssel. Stimmt ja. War da überhaupt was? Also eine Truhe wäre cool, wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Da, im Übrigen, ich weiß nicht mehr, wer gefragt hat, auf dem Turm oben war der Bogen. Da oben drauf lag der. Dachte ich auch, bis meine jetzige Ex ein Kind mit in die Beziehung gebracht hat. Klar, es ist auch Stress, aber die schönen Momente gleichen das aus. Okay, Lindwurm, da oben drauf war's. So, war hier oben was? Ich frage mich ja, ob wir unseren komischen Eyepatch-Mann nochmal wieder treffen. Nö, hier ist nichts. Der wird einem schwindelig. Kann bei dir so sein? Ich kann mit Kindern nichts anfangen. Absolut nichts, gar nichts. Weder mit den Kindern von meinem BFF oder sonst noch welchen. Allein auch schon Vasektomie bei der Frau. Was man da alles so machen muss und so. Beim Mann ist das wohl gar kein Problem. Man muss da nichts haben oder so. Doch, du musst da was haben.
Du musst das ja auch unterschreiben. Also das musst du halt machen. Bei der Frau ist das doch genauso. Ich meine schon. Immer diese random Themen. Du bist noch jung, wir werden den drehen in 10 Jahren nochmal. Boah, das sind immer die schlimmsten Sprüche schon, ja. Als Mann ist das eine Story von 30 Minuten, als Frau dauert es länger und du musst einen halben Tag bleiben. Das ist richtig. Das reine Prozedere ist aufwendiger, aber beim Mann ist es auch minimalinvasiv, ne? Wir tragen die wichtigen Dinge dafür ja auch außen mit uns rum. Wir haben jetzt immer noch. Wurde von den Banditen in den Wald hinter Seekops Bauernhof irgendwo im Norden verschleppt. Ja, das Problem ist der Norden. Ne? Da ist nicht gut. Norden ist nicht gut. Eigentlich wäre es doch mal Zeit, dass wir langsam bei den Banditen aufgenommen werden. Um uns mal ins nächste Kapitel und vielleicht die Möglichkeit für andere Rüstung und sowas zu begeben. Ich glaube aber, wir sollten nochmal in die Stadt. Ich gehe da einfach hin und sage, meine Familienplanung ist abgeschlossen. Bei der Frau brauchst du irgendwelche Gutachten. Da musst du ein bestimmtes Alter haben und dann gibt es Ärzte, die sagen, nee, sie sind noch zu jung, kommen sie mal später wieder. Ja, aber das kann ein Arzt immer sagen. Dann gehst du zum anderen Arzt. Und jetzt bin ich in dem Alter, wo ich kein eigenes mehr möchte, weil es mir zu spät ist. Weil ich die nicht bis 60 zu Hause habe. Illumi, wie alt bist du eigentlich? Wenn du das erzählen willst. Och ja. Ja, also, man könnte sagen, du bist zu alt für eigene Kinder, aber mein Arbeitskollege hat jetzt, er ist 36 und die haben ihr erstes Kind. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Von mir erfährt keiner was. So, wir müssen hier noch rauf. Meine Mutter hat mich mit 38 bekommen. Siehst du? Hast noch ein Jahr Zeit. Kennst du den Unterschied zwischen uns? Ich muss im schlimmsten Fall alles opfern. Mal von der Figur abgesehen, Wasserfüße, Übelkeit, Milchstau, Gewalt im Kreissaal. Ist ein Riesenthema. Plazenta kann Adern zerreißen und einen ausbluten lassen, Kaiserschnitt. Dann wird zerschnitten, etc. No fucking way. Also wenn du das alles hast, dann habe ich Fragen, weil ein Kaiserschnitt und Damm zerschnitten ist schon echt hart. Aber ganz ehrlich, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Und wenn einer mit 20 sagt, was ich auch getan habe, ich sehe auch keine Kinder in meiner Zukunft. Und ich bin 32. Und ich sehe sie nicht in meiner Zukunft. Und ich glaube auch nicht, dass ich mit 35 anders denke. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Lieber bereue ich es im Alter, keine Kinder zu haben, als zu bereuen, sie zu haben. Nicht zur Gefängniskolonie? Ach so, ja, natürlich, das macht Sinn. Ich muss da lang.
Das müsste richtig sein. Ja, das ist korrekt. The short way to the city. Unschöne Texturen im Vergleich mit dem Rest des Spiels, was mich positiv überrascht hat. Jetzt das hier, Ikarus. Guten Tag. Das darfst du keinem erzählen. So. Hab ich. Ach, erzähl mir nicht sowas. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Zeig mir deine Ware. Schrottwaffen. Gehstock. Was du nicht sagst. Wer sagt denn sowas? Das habe ich schon immer gesagt. Dich behalte ich. Die Ork-Axt behalte ich. Vielleicht Degen brauche ich nicht. Einfach zu viel. Wer sagt denn sowas? Das darfst du keinem erzählen. So, jetzt habe ich ein bisschen Geld auf jeden Fall. Falls ich mir irgendwas Schickes kaufen will. Ich habe so einiges gehört. Ist doch wahr. Oh, und kennt ihr Leute, die sagen, hey, 9 Monate lang keine Periode, Lüge? Nach der Geburt kann man bis zu 6 Wochen durchgehend gleich Blutung haben. Ja, aber 9 Monate lang hast du trotzdem keine. Und Belia sprach zu ihm. Und das Tier ward ihm untertan. Und Belia verlieh ihm einen... Das war blöd. Da muss ich rein. Das Land zerstört. Ah, guck mal, sie sind zu zweit. Ist das nicht schön? Torben. Hey. Elbert wird ab jetzt wieder für dich arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass er nicht beim nächsten Weiberock, der vorbeisegelt, wieder verschwunden ist. Nimm dieses Gold von mir als Dank, dass du meinen Lehrling zu mir zurückgebracht hast. Dankeschön. Kannst du mir Dietriche verkaufen, wenn ich noch welche habe? Oh, nett. Apfel, ja. Hier, Heidelbeeren. Nice. Du kannst mir Stärke beibringen. Hey, du. Ist jetzt schon eine Weile her, dass du das letzte Mal da warst. Wo hast du dich schon wieder rumgetrieben? Hier, da, ein bisschen von überall. Ich will stärker werden. Yay, 5 Stärke. Du hast schon ein bisschen was zugelegt. Komm wieder, wenn du mehr lernen willst. 39. Ich brauche 40, ne? Da bist du ja wieder. Bring mir bei, wie ich ein... Ich will... Mhm. Komm wieder, wenn du mehr lernen willst. Mahlzeit, Akutenshi. Mit dem Schmieden kann man gut Gold machen, glaube ich. Ja, ich will das Eisen, also ich will das Erz aber behalten, bis ich bessere Waffen schmieden kann. Mit denen ich dann noch mehr Geld machen kann. That's the plan. Alter.
viel Zeug. Die Banditen sind auch noch mal immer noch oben. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Was passiert? Ich habe keine Ahnung. Ist mir egal, was dein Mann denkt, tut oder macht. Das habe ich schon immer gesagt. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich soll mir irgendwen aus der Stadt mitnehmen, um in den Norden zu gehen. Er redet einfach zu viel. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das darfst du keinem erzählen. Hey, du. Wirklich? Wegen der Verschwundenen. Ich weiß, wo die vermissten Leute geblieben sind. Ach. Der ehemalige Erzbaron Raven hat sie verschleppen lassen. Bist du sicher? Dann müssen wir sie da rausholen. Ich arbeite dran. Na gut, aber du weißt ja, wenn du meine Hilfe gebrauchen kannst, dann weiß ja, ich, wo ich dich finde, schon klar. Der erzähle ich gar nichts mehr. Okay, lass uns gehen. Wohin? In den dichten Wald im Osten. Dann wollen wir mal. Folge mir. Er erzählt alles, was wieso in den Osten? Was du nicht. Ich dachte, ich will in den Wald im Norden. Das darfst du keinem erzählen. Hä? Das darfst du keinem erzählen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ja, schon gut. Hab da den Moment verpasst, meinem Sohn an der Raststätte stehen zu lassen. Boah. Einfach machen, bevor er einen Führerschein hat. Dann funktioniert das, glaube ich, auch. Und so bat er Innos, jenen Teil früh genug, früh genug. In seinem Reiche zu belassen, auf das er... Das darfst du keinem erzählen. Wenn ich es nicht mit einem... Osten, Norden, alles das Gleiche. Alles weiter. Ja, ist das Gleiche. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Er soll offensichtlich. Den Mund halten. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich glaube da nicht dran. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ach, erzähl mir nicht so was. Was anderes gehört. Das darfst du keinem erzählen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir den Weg laufen, den ich will. Gibt es eine Altersgrenze für die Babyklappe? Nee, Größe und Gewicht ist das Problem, Illumi. Größe und Gewicht. Muss ja reinpassen. Wenn du genug stopfst, passt auch ein Teenie rein. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Er geht ja hoch, das ist schon mal gut. Ich hoffe, Laris überlebt. Hast du dir das mit dem Wald auch gut überlegt? Willst du da wirklich rein? Eine Frage. Die Mission. Ist die kapitelübergreifend? Weil dann würde ich das später machen, wenn ich stärker bin. Jetzt gerade wäre das immer noch so ein Shitfest. Ach, wenn der Kopf drin ist, zählt das doch, oder? Naja, das ist Addon-Zeug, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Cyrados. Ich habe keine Ahnung, ob das Addon-Zeug ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Originalspiel nicht, also weiß ich nicht, was Addon ist und was nicht. Sorry, aber ich habe mir gerade irgendwie Wolke als Direktorin vom Film Mathilde am Vorstellen. Nein, du kannst wieder gehen. Ich schätze, die Sache hat sich erledigt, was? Alles klar, wir sehen uns. Du kennst das Spiel nur ohne Addon. Ja, das ist natürlich sinnvoll dann. Dann können wir uns gegenseitig nicht helfen. Aber das hat alles mit Raven zu tun, dann denke ich, dass es Addon ist. Okay. Einfach behaupten, in der Klappe liegt eine Paysafe-Card.
Paysafe Card ist auch sowas. Keine Ahnung. Ich habe das damals für Rapid Share genutzt. Das war das letzte, das einzig und letzte Mal, dass ich eine Paysafe Card gekauft habe in meinem Leben. Ich guck mal, ob wir die Banditen doch besiegt bekommen. Maybe yes, maybe yes. Ich muss sie dazu bekommen, in den Nahkampf zu gehen und nicht gleichzeitig. Das sollte eigentlich klappen, aber das ist das Problem, ne? Die müssen in den Nahkampf gehen. Ich mach dich fertig. Ja, das hatten wir beim letzten Mal auch. Ich habe die Paysafes im Kiosk damals rausgegeben. Ein Kunde hat jeden zweiten Tag 100... Ey! Ich bin am Lesen! Du aller Möb. Ein Kunde hat jeden zweiten Tag 100 Euro. Am 20. des Monats kam der immer wieder rein wie eine Leiche. Man kann nur vermuten. Die Frage ist, was hat er gemacht, wenn er aussieht wie eine Leiche? Online-Casino oder... Keine Ahnung, Pornos? Fortnite-Tänze? Bestimmt, ja. OnlyFans. Bin ich da damals dahin gegangen? Verdient. Oh Mann, ey, den kann ich besiegen. Das geht schon. Aber der hat halt echt Rüstung und Leben. Wie ein Bescheuerter. Jetzt bist du dran. Oh. Bleib stehen, du Lump. Da steckt noch einer drinne. Ist Halunke die Steigerung vom Bandit? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Komm her. Oder geht das? Moment. Wäre lustig. Es geht. Mal gucken, wie lange. Bleib stehen, du Lump! Du Lump! Huh?
Wieso kann ich ihn nicht anvisieren? Jetzt wieder. Eigentlich hat er es falsch betont. Jetzt bist du dran, wäre besser gewesen. Ey! Der hat echt viel Leben und dieser Bogen macht keinen Schaden. Death durch Glitch. Ja, das Problem ist, ich habe erst 39 Stärke. Ich kann meine Armbrust nicht benutzen. Ich habe eine sehr starke... Ich habe eine starke Armbrust, aber ich kann sie nicht nutzen. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Der hat ein sehr großes Schwert. Der hat ein sehr großes Schwert. Ich hau mich jetzt mal ins Bett auf die nächsten 12 Stunden. Möckchen, ich wünsche dir eine wunderbare gute Nacht. Hoffentlich nicht 12 Stunden. Das wäre schon hart. Alter, so eine Drecksnudel. Ich muss den echt mit Einzelschlägen töten. Doppelschläge sind zu gefährlich. Die sind zu zweit. Unfair! Unfair! Bleib stehen, du Lump! Ich habe Angst, ich habe keine Lebensenergie. Ist der eine noch hier? Ich mach. Das hast du verdient, Mistkerl. Die sind immer noch viel zu stark. Kacke. Ich hätte es geil gefunden, wenn ich irgendwie hätte glitschen können, aber das scheint nicht zu klappen. Okay, jetzt wollte er nicht mal hauen. Er wollte gerade gar nichts tun. Okay. Es ist weiterhin die Frage, wie schaffen wir es, wie schaffe ich es denn? Also ich muss den letzten Typen noch umboxen, glaube ich, damit ich zu den Banditen kommen kann. Aber der ist ja auch ultra stark. Das ist doch komplett Banane. Das ist doch ein Fehler in der Matrix. Komisch.
Einmal hier rauflaufen. Das ist ein Auflauf. So. In den guten Port da rein. Ich würde gerne das nächste Kapitel machen, hinkommen, wie auch immer. In der Hoffnung, dass ich eine bessere Rüstung bekomme, die mich auch wieder deutlich stärker macht. Zumindest in der Theorie macht mich das merkbar stärker.